Hallo, wir haben eine Kleinigkeit übersehen. Hier lagen nämlich auch so kleine Kapselchen, die wir einfach rüberschicken können. Und jetzt laufen wir hinterher. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht schon wieder ein Schweinekollege ankommt. Das hoffe ich auch. Das ist jetzt aber nicht so der weite Weg gewesen eigentlich, ne? Nope, wir haben Glück gehabt. Und jetzt gab es hier nämlich, glaube ich, ein Mechanismus. Du musst erst noch die Kapsel reintun, vielleicht. Ach so. Ach, das ist falsch, dann vielleicht da. Ah, das hinten ist geschlossen. Ach, hier kommt wahrscheinlich das Ergebnis rein. Oh, wie nett, es blinkt für uns. Natürlich. Dafür müssen alle Türen geschlossen werden. Wirklich alle? Ich hoffe doch. Ding. Was? Das war alles? Süß. Was machen wir damit? Ein feuriges Gebräu. Ich habe die Verbindung. Wie ein lebendiges Ding zischt und dampft sie in ihrem Behälter vor sich hin. Ein wahres Hexen-Gelee zum Brennen und Ätzen. Der gläserne Behälter ist eine merkwürdige Wahl. Es sei denn, es besteht ein besonderer Grund, weshalb das allgegenwärtige Metall nicht mit dieser sogenannten Verbindung X in Kontakt kommen darf. Ich sollte mich nach weiteren Hinweisen umsehen. Ich glaube, es heißt doch 10. Ups! Alter! Hui! Ja, für Glas hält es einiges aus. Ja. Panzerglas. 10? Wollen wir es Verbindung 10 in Zukunft? Ich weiß ja nicht mal, was du jetzt damit machen sollst. Wir können ja nur nach oben lang. Also nehme ich es mal mit hoch. Ja, warte. Vielleicht kannst du es dort bei diesem Kolben darunter stellen. Bei dem Kolben? Der auf dem Tisch steht. Da ist auf jeden Fall auch noch ein... Nein, da kriegst du es nie wieder raus, oder? Doch. Ich leg's erstmal hier ab, weil da ist nur ein Klick. Genau. 15. Juli 1899. Zur Erleichterung der Assimilierung von Gewebegruppen wird eine Verbindung nötig. Benötigt. Da sich die Zellen ansonsten nicht mischen. Die Entsorgung ungemischter Subjekte muss augenblicklich und mittels Einäscherung geschehen, da wir sonst eine kontinuierliche und formlose Animation riskieren. Dies wäre unerfreulich. Eine simple Verbindung aus einem Teil Brennenburg-Vital-Infusion und einem Teil Organ-Monaden-Disperser-Flüssigkeit ist ausreichend. Wie auch immer. Ja, genau. Milch und Branntwein. Sie kann den Subjekten dann nach dem Neuzusammenbau intravenös verabreicht werden, um die Zellmischung beizubehalten. Die Verbindung ist instabil und höchst lichtempfindlich. Nachdem sie injiziert wurde, kann sie mit der Schumann-Lampe aktiviert werden. Außerhalb des Körpers ist sie jedoch höchst ätzend und zerstört sogar kleinere Mengen Metall. Dann ist dieses Zeug doch zu irgendwas gesprochen. Vielleicht war nicht hier irgendwo eine Tür, wo du nicht durchkommst? Stimmt. Ah, oh. War voll klug. Ja, ist ein bisschen schwierig gerade. Tja. Hast du das nicht schon? Ist das schon soweit? Ja, ich glaube schon. Nee. Mach mal eine Lampe aus, dann sehe ich das hier besser. Ah. Ja, warum geht das denn nicht mit deiner Lampe eigentlich? Weil das eine bestimmte Lampe ist, das ist diese Schumann-Lampe. Ach ja. Schumann-Lampe, ja, von dem Komponisten selbst gebaut. Ja. Die leuchtet in C-Dur. Oh. Hm. Hier gibt es wieder eine Erinnerung, oder? Sieht sehr dran. Ach, schau. Faster. Ah, da Faster ist guter. Ups, na. Wow. Fallschaden ist wohl unnötig. Ach, und jetzt ist das auf einmal egal. Diese undichte Welt.
und die Rhododendren scheinen den Garten bei der Mauer zu übernehmen. Ich könnte sie für dich ausgraben. Nein, nein, raus mit dir. Raus mit dir aus diesem Haus. Lass sie in Ruhe. Hä? Tja. Ich bin gestürzt. Jetzt ist mein Gehirn schon kaputt. Nee. Ich hoffe, dieser Mensch runterfällt und husten muss. Ja. Hm, Kloake. Ich habe mir jetzt beide Beine gebrochen, aber ich werde nicht aufgeben. Sag mal, kannst du die Lampe ansammeln? Die was? Die Lampe. Können wir die mitnehmen? Okay, aber wir haben einen neuen Antrag. Moment. Wie kommt einer da hin? Nee, halt. Zurück. Ja. 22. Oktober 1899. Nach vollzogener Ausblutung muss das Produkt vor dem Aufhängen und Ausweiden natürlich noch abgekocht, enthaart und abgeschabt werden. Zu diesem Zweck wird es durch den Dampfbehälter geführt. Dieser wird durch die Weiterleitung überschüssiger Hochluft der Motoren über den Boiler und eine Reihe großer Kupferrohre in eine Steinkammer direkt unter dem Arbeitsraum bei konstanter Temperatur gehalten. Im Zentrum der Maschine befindet sich eine Komponente, die bei konstant niedriger Temperatur gehalten werden muss. Diese Komponente steuert die Verarbeitung des Produkts im gesamten System. Darüber hinaus stellt die Kühlung den wichtigsten Aspekt zur Beibehaltung. Zur Beibehaltung. Zur Beibehaltung der Produktqualität da. Und dies erfordert ebenfalls, dass Hitze aus bestimmten Maschinenteilen abgezogen wird. Demzufolge werden zwei Probleme zu einer einzelnen Lösung kombiniert. Die Hitzereduktion in einigen Bereichen und die benötigte erhöhte Hitze in anderen. Steuerfelder ziehen mit Hilfe von vom Boiler geregelten Konvektionsprinzipien Hitze ab und schicken über ein Rohrsystem eiskalte Luft in die eine Richtung und überhitzte Dämpfe in die andere. Ich habe keine Ahnung, was ich da vorgelesen habe. Das klingt relativ schlau. Ich glaube, es geht um so ein Kühlschrankprinzip mit Kondensatoren, die irgendwelche Kälte ableiten oder Wärme ab. Isn't it dangerous allowing this filthy discharge to collect so close to the core? We can use the flow to drive the turbines. There will always be a torrent of excreta flooding through these tunnels. We can use this to supplement the steam production and ensure constancy. God, the stench! This fecal matter is the true product of the age. Was war das? Nein, was ist das? Sie haben es übernommen. Das Viech gab es im ersten Teil auch schon. Das war mein Horror. Wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Ich weiß. Die gefluteten Tunnel. Mein mysteriöser Freund hatte recht. Die Tunnel stehen tatsächlich unter Wasser. Um meinen Abstieg fortsetzen zu können, muss ich die hiesigen Schleusenpumpen finden und den Wasserstand senken. Der Gestank ist schier unerträglich und lässt mich würgen. Aber warum sollte der Saboteur die Tunnel fluten? Was er sich wohl davon versprochen hat? Tja, viel Spaß für den Spieler auf jeden Fall. Da läuft ein Viech herum. Und dieses da Viech drin? Ist nicht sichtbar, aber man kann seine Fußspuren sehen. Also ich sehe da im Moment kein Viech. Wenn es das war, was ich gerade gesehen habe. Da. Ach so. Ah, das ist ein Tropf. Nein, da läuft doch was drin. Aus dem Wasser rauskommen? Das läuft mir hinterher. Nein, es kann nicht aus dem Wasser rauskommen. Aber wenn ich durchs Wasser muss, muss ich daran irgendwie vorbei. Oh Mann, das... Warum solltest du durchs Wasser müssen? Es gab in Amnesia 1 einen Teil, da musste man durchs Wasser. Ich hatte gehofft, dass ich den Teil nicht wiederhole. Mal schauen. Ja. Ja, heute wieder mal nur Glück. Das ist doch echt ein beschissener Tag. Da wacht er schon mit Kopfschmerzen und allem auf und dann sowas. Oh ja, bitte wieder enge Gänge. Hab ich voll vermisst. Oh, du bist im Wasser.
Ja, ich habe auch keinen. Ich bin auch gerade nicht ganz sicher, ob ich drin sein möchte. Ah! Kannst du das mal anleuchten? Ja, da ist eine Schleuse, da muss ich irgendwie hin. Nein, das ist doch... Siehst du, es kommt, fuck! Oh Gott! Okay, ich schau erstmal ab. Es muss irgendein Weg... Du musst es hier irgendwie weglocken können. Ja, ja, genau. August 1899. Mehrere der älteren Formen sind aus ihrem Eindämmungsbereich ausgebrochen und in die Kanalisation entkommen. Sie erinnern mich an meine eigenen Grenzen. Hier ist nicht Shell und ich bin kein Elijah Hu. Keine Ahnung. Zumindest noch nicht ganz. Die Hitze, die durch das geöffnete Halten des Zugangs dazwischen erzeugt wird, ist daran schuld. Wir können sie nicht einfach mit Kühlmitteln umgeben, wie im Zentrum, wo der Zugang ist. Die späteren Versionen sind durch die Gefriertemperaturen dieser Türme in Sicherheit. Hier oben aber, wo die Luft heiß und übelriechend ist, überhitzen sie leicht und ihre Dualität reißt sie entzwei, da der andere Ort aus ihren Zellen und ihren Vitalsplittern fliegt. Sie leben sporadisch in unvorhersehbaren Stößen aus einer Welt in die andere und wieder zurückgerissen. Ein paar Sekunden lang sind sie Kreaturen dieser Welt, dann werden sie hinfortgerissen und verlieren ihre körperliche Gestalt. Diese ständige Hin- und Hergezerre zwischen den Welten hat sie ziemlich verrückt gemacht. Ich habe die Versiegelung der betroffenen Bereiche angeordnet und werde meine treuen Arbeiter dort nicht mehr hineinlassen. Diese Orte sind nun verdammt. Die Domizile gescheiterter Experimente, geisternde Angst und Boshaftigkeit. Okay, gut, jetzt wird auch mal erklärt, was das eigentlich hier sein soll. Ach. Kein Anruf für uns? Bin enttäuscht. Oh. Na gut, Christoph. Na gut. Wollen wir uns die Geister beim nächsten Mal reinziehen? Ja, auf jeden Fall. Also, beim nächsten Mal viel Spaß mit Geistern. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch. Ist das Viech wieder da? Plitsch, platsch, plitsch, platsch. Ah!